Die Lagebeziehung von einer Ebene und einer Ebene, wenn beide Ebenen in Koordinatenform gegeben sind, abzuchecken, ist eine Sache, die, finde ich, ein Video verdient. Also die erste Gleichung habe ich hier schon mal hingeschrieben, 2x plus 3y plus z gleich 6. Also man könnte auch sagen, plus 1z gleich 6. Und ich will jetzt mal hier den umgekehrten Weg gehen und einfach jetzt mal eine identische Gerade, beziehungsweise eine identische Ebene hier dazu packen. Und zwar will ich das einfach mal wortlos tun. Und dann kann man hier nämlich sehen, dass jeder Koeffizient, der von dem x ist ja die 2, die 3, die 1 und die 6, also alle Zahlen sind hier mal 2 gerechnet worden. Das kann ich jetzt relativ zügig überprüfen. Dieses hier 2, 3, 1 ist ja der normalen Vektor, der steht senkrecht auf der Ebene. Gut, 2, 3, 1 kann ich mir schwer vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass 4, 6 und 2 in die gleiche Richtung zeigt und zwar und doppelt so lang ist. Gut, wenn man das nicht kann, dann nochmal in das Basisvideo reingucken. Und diese beiden Zahlen hier ergeben sich ja immer dann, wenn ich den Ortsvektor einer Ebene für x, y und z einsetze. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Punkt 1, 1, 1 hier einsetze, dann steht da 2 mal 1 plus 3 mal 1 plus 1 mal 1 ist gleich 6. 2 plus 3 plus 1 ist tatsächlich 6. Wenn ich hier den gleichen einsetze, 1, 1, 1 sind dann 4 plus 6 plus 2 ist 12 und dementsprechend habe ich jetzt hier eine identische Ebene vorliegen. Wie will ich jetzt aber, eigentlich normalerweise gehe ich ja so vor, dass ich die beiden Ebenen gegeben kriege. Und was muss ich jetzt prüfen? Also ich prüfe 2, 3, 1 ist gleich r mal 4, 6, 2. Das ist die Kollinearitätsüberprüfung. Das heißt, ich gucke, ob der eine normalen Vektor durch den anderen normalen Vektor ausdrückbar ist. Und dann habe ich ja hier, weiß ich ja, ich kann das R entweder hier übrigens hinschreiben oder hier. Wenn ich das R hier hinschreibe, kriege ich raus R gleich 1/2. Denn 1/2 mal 4 ist 2 und so weiter. R gleich 1/2 nutze ich dann und multipliziere das D sozusagen. Wenn das AX plus BY plus CZ gleich D ist, dann nehme ich dieses D oder in diesem Fall die 12 und rechne sie mal 1/2 und prüfe, ob da 6 rauskommt. Und wenn dann 6 gleich 6 oder halt irgendwas gleich das Gleiche, also wenn hier nachher eine wahre Aussage sich ergibt, dann sind die beiden tatsächlich identisch. Wie sieht das jetzt aus mit einer parallelen Ebene? Da muss dieses Ergebnis so sein, dass hier 6 gleich 4 meinetwegen steht. Das kann ich dadurch erreichen, dass ich jetzt hier eine andere Zahl hinschreibe als außer der 12. Das bedeutet, ich muss das gleiche prüfen wie gerade eben, muss auch hier auf die Kollinearität kommen. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel eine 10 steht, dann steht hier plötzlich 10 mal 1/2 und das ist nicht 6 gleich 6, sondern 5 gleich 6. Und das ist eine nicht wahre Aussage, die ich dahingehend interpretieren kann, dass ich sagen kann, okay, die beiden Ebenen sind parallel. So, und jetzt sind wir nämlich an der Stelle angekommen, wo wir uns auch nochmal um die Sonderfälle kümmern wollen. Dazu will ich aber, nein, Sonderfall ist ja noch gar nicht, wir müssen ja noch eine mehr. Es gibt ja noch eine weitere Lagebeziehung. Wir können ja eine Ebene einmal parallel haben, einmal identisch haben. Dann wäre das quasi, wenn wir jetzt direkt so auf die Ebene raufgucken würden, als wäre jetzt hier das Blatt Papier. Ja? Ich kann auch zwei Blatt Papiere nehmen, dann sind die beiden entweder parallel oder sie sind identisch oder aber sie schneiden sich. Und dieses Schneiden, das wollen wir dann jetzt auch nochmal gucken, ob wir das hiermit tatsächlich so ganz, also dieses hier finde ich noch relativ sauber, während wenn wir jetzt uns überlegen wollen, was denn mit dem sich schneiden los ist, dann können wir natürlich hier an der Stelle schon ansetzen. 2, 3, 1 plus r mal, und wenn wir jetzt hier diesen hier ändern und da zum Beispiel eine 4 hinschreiben, plus r mal 2, 4 natürlich, Entschuldigung, 4, 6, 4. Dann brauche ich für die x-Koordinate r gleich 1/2, für die y-Koordinate brauche ich r gleich 1/2 und für die z-Koordinate brauche ich eine 4. Ein Viertel, r gleich ein Viertel. Das kann ich in Einzelkoordinatengleichungen aufschreiben. 2 plus r, 2 ist gleich, Entschuldigung, hier steht ja gar nicht, soll ja gar nicht plus stehen, ist gleich. Verwirrt. 2, 3, 1 ist gleich r mal das und das und dann kann ich hier daraus machen, 2 gleich r mal 4. Dann rechne ich das nach r um r gleich 1/2. Und da jetzt hier nicht das Gleiche rausgekommen ist, kann ich schon davon ausgehen, dass die beiden
Geraden, die beiden Ebenen, ich sage immer Geraden, nicht parallel sein können und auch nicht identisch sein können dementsprechend. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal diese Ebene nehme und die ist jetzt senkrecht, das ist also quasi ein Blatt, das hier so genau so liegt. Und da steht der normalen Vektor senkrecht drauf. Und wenn ich jetzt eine andere Ebene nehme und die sieht zum Beispiel so aus, dass ich den normalen Vektor, diesen normalen Vektor nicht durch diesen normalen Vektor ausdrücken kann, dann kann ich schon davon ausgehen, dass die beiden Ebenen sich schneiden müssen. Denn zwei Ebenen sind ja immer unendlich in ihrer Ausdehnung und dementsprechend können sie dann nicht, ja, können sie gar nicht darum hin, sich nicht zu schneiden. So, Gefasel zu Ende. Jetzt wollen wir mal aber trotzdem noch mal schauen, wenn wir jetzt aber die Schnittgerade bestimmen wollen, dann haben wir mit diesen beiden Ebenen Schwierigkeiten. Bei den ersten beiden Fällen, parallel und identisch, gibt es ja gar keine Schnittgerade. Das heißt, da kann ich auch keine Schnittgerade angeben. Da kann ich dann hinterher noch mit dem Abstand irgendwie kommen. Dazu gibt es auch schon Videos. Aber hierbei geht es jetzt tatsächlich darum, dass man dann schnell von der einen Ebenengleichung hier, von der zweiten meinetwegen oder von der ersten, schnell eine Koordinatenform macht. Aber darum kümmert sich ein anderes Video.